Platz 7. Ich weiß, die meisten Jungs werden sich denken, ach, what the fuck, was hat den geritten, den Typen? Was hat denn geritten? Aber Kiss X Sis ist ein kleiner, aber sehr feiner Anime. Der hat mir sehr gefallen. Warum dieser Platz 7? Der hat einfach keine Story gehabt. Das ist einfach... Moment, ich muss auf meine Liste gucken. Wir haben hier Animes. Wie viel waren das jetzt? Das ist, glaube ich, der einzige Anime, der eigentlich gar keine Story hat. Ja, und die in den anderen Reviews kommen noch andere, die auch überhaupt keine Story haben. Worum geht's in Kiss X Sis? Ich muss irgendwie 7 Minuten hier quatschen. Kein Problem. Es ist eine Familie. Also, wer den gucken wird, wird sich beim Gucken denken, mein Gott, warum habe ich das nicht? Weil die Japaner machen mit ihren Animes, machen die einen... Den Schauer, wenn es ein Junge ist, den Zuschauer, machen die so verrückt. Weil das, was die in den Animes haben, was für ein Leben die da haben, ne, das willst du dann auch als Gucker, als hier, als Fan. Auf jeden Fall, Kiss X Sis, da geht's um eine Familie, die besteht aus dem Vater und der Mutter, die aber zusammengekommen sind, nachdem sie schon Kinder bekommen haben, jeweils. Die beiden Geschwister sehen wir vorne, das sind hier Zwillinge. Die eine heißt Rika, die eine heißt Akko. Die kann man unterscheiden. Die eine hat Pflaster auf dem Gesicht, das ist, glaube ich, der größte Punkt. Und im Charakteristischen ist, dass die andere die Klügere ist, also die ohne das Pflaster, die Akko. Die ist halt die Klügere und die andere ist halt so eher sportlich, kann man ja nicht sagen. Konnte man Anime jetzt nicht sehen. Später werden wir noch ein kleines... perverseres Bild sehen. Also ich habe das jetzt so gemacht, wenn ihr das Ausschnitte, werde ich jetzt hier nicht zeigen, weil ich konnte das mit dem Rechtlichen jetzt nicht irgendwie so regeln. Aber ich will auch sowieso nichts vorspoilern. Hätte ich was gezeigt, würde ich spoilern. Also es geht ja um diese Familie. Der Vater hatte einen Sohn und die Mutter hatte diese zwei Zwillinge. Und die kamen dann später halt zusammen. Vater und Mutter, und das sind halt nicht Blutsverwandte. Geschwister. Hat man zuerst ja nicht gedacht. Und dann, das ist halt so pervers. Die Schwestern lieben den Bruder. So halt nicht so richtig lieben, aber lieben, die wollen mit dem, ihr wisst schon, was machen. Ja, also die würden das mit dem machen. Die würden einfach alles für den machen, was sie wollen. So ein Glück hat er, so Geschwister zu haben. Natürlich ist er, ach, nochmal ein anderes Bild. Er ist, er wird beneidet von den anderen Jungs in der Schule. Die Mädchen sind auch die bekanntesten. Ja, worum geht's? Dieser Bruder ist ein Jahr jünger, das jüngerer Bruder. Und es ist kurz vor der Zeit im Anime halt, kurze Zeit vor der Prüfungen. Die Prüfungen können halt entscheiden, ob der Junge in die weiterführende Schule geht oder ein Jahr wiederholen muss. Wiederholen muss. Und die Schwestern wollen halt unbedingt, weil die schon in der Schule sind, dass der Sohn, der Bruder, die Musik ist gerade so geil. Generell gefällt mir die meiste Musik hier aus den Animes. Obwohl ich kein Wort verstehe. My Honey Boy. Auf jeden Fall, die wollen halt unbedingt, dass der, das Bild ist so geil. Dass der Bruder in die Schule von denen kommt, damit die halt sich mehr um den kümmern können. Ihr müsst sehen, das ist eine sehr gute Beziehungen, die haben einen guten Draht zueinander. Die wollen ihn immer abknutschen, der Typ will aber nicht so recht. Ich hab keine Ahnung, warum der nichts macht. Natürlich sprießen noch mehr Funken während des Guckens. Also da sind schon... Ich kann mich gerade an 3 wirklich krasse Stellen erinnern, wo ich ihn abbekommen habe, einen Ständer. Ja, also die Jungs, ihr seid gefährdet. Vielleicht werden die Mädchen auch so, vielleicht kirre, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, die wollen halt unbedingt, dass der auf ihre Schule kommt, damit die halt mehr Zeit miteinander verbringen können. Denn die haben ja halt ein Jahr gewartet, ja komm, jetzt musst du es schaffen auf unsere Schule. Und was machen die da halt? Der Typ ist nicht so gut in der Schule. Ich habe jetzt auch vergessen, wie der heißt. Also das ist so mit den japanischen Namen, die wiederholen sich oft. Deswegen ist Attack on Titans auch, bleiben mir die Namen gut im Kopf, weil die haben auch so deutsche Namen wie Ehren, ist vielleicht nicht deutsch, aber Ben, Hans, Thomas, ja. Auf jeden Fall die Schlauere, die Klügere,
hilft den halt beim Üben. Ja. Und dann übt er halt intensiv, auch intensiv mit ihrem Körper. Wie man das halt so macht mit Geschwistern, natürlich. Und hat dann halt die Prüfungen nacheinander und wird halt getestet von der Schule und von der Schwester. Und da die andere, die ist ziemlich eifersüchtig auf die Klügere, also die halt hier auf dem Bild mit den längeren Haaren, die ist ziemlich eifersüchtig, weil die halt dem halt nichts bieten kann. Die kann, die Klügere, die Akku kann auch noch kochen, die kann auch noch, die ist sehr klug, auch noch sportlich. Ja, und dann versucht die halt andere Dinge und dann kommt die später mit einem Geschenk, womit die auch zusammen sehr viel Spaß haben. Und naja, dazwischen passieren noch andere Sachen wie Sommerfest, der lernt eine andere kennen. Das ist aber so eine Sache, ja, Zufallstreffen, ja. Oh, das Lied ist so geil. You're my Honeyball, la la la. Ich gehe schon richtig ab. Hier kann man das genauer sehen, das Pflaster im Gesicht der Rico. Und der hat halt die freie Wahl zwischen den beiden, ne? Der könnte sich entscheiden. Und ganz am Ende ist noch eine Szene, wo das noch deutlicher wird, warum die das nicht, ja, auf jeden Fall. Ach, da kommt noch eine Lehrerin, genau. Eine Lehrerin, die diese Beziehung zwischen Bruder und Schwester verhindern will. Die ist so strikt dagegen, das ist so. Auch so eine Cosplayerin, die hat sich, die outet sich nicht als Cosplayerin, weil sie das nicht will. Die dachte halt, ach ja, ich bin Lehrerin, ich darf das nicht so, ne? Ja, da das Video sich dem Ende zu neigt, würde ich sagen, zum Ende hin, diesen Anime würde ich ziemlich jedem empfehlen. Das ist nicht so ein dramatischer, da gibt es keine dramatischen Stellen. Ich habe mir auch selber gern geguckt. Ich war auch jeden Fall gespannt, was in der nächsten Zeit so passiert. Also, das war wieder so ein Ding, was ich am Stück zu Ende geguckt habe. Ich würde einfach sagen, wenn ihr den gucken wollt, guckt auf meine Playlist. Ich habe halt alles zu dem gesagt. Der hat mir das Hirn aus dem Kopf gepustet, ja, der war so geil. Naja, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Gucken und ein verdienter Platz 7.